Ja, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Wenn Sie einzelne Bilder anschauen wollen, können Sie ja in auf langsamste Geschwindigkeit 0,25 stellen und dann pausieren. Dann können Sie auch alles lesen. So. Und jetzt schalten wir dann um auf die neuesten Texte. Ja, gestern Abend, der Krimi Der Alte zeigte mit der Formulierung, oh, stolzes Alter, 90 Jahre, ja, das zeigt, das Fernsehen verbreitet den Zentralirrtum, zum Beispiel der Gesundheitssparten, dass eben das schon ein tolles Alter sei und dass man doch froh sein solle, die deutsche Medizin zu haben, dass manche Leute schon 90 Jahre alt und älter werden, ne, und so weiter. Es wird dabei natürlich verschwiegen, dass die meisten durch diese kranke Welt 40 Jahre vor dem natürlichen Sterbealter von 127 Jahren schon umgebracht sind. Also eigentlich müsste man nicht sagen stolzes Alter, sondern hoffentlich wird er nicht zu bald umgebracht von diesem verrückten Kapitalismus, dieser kranken, verrückten Welt, die alles zerstört, im Gegensatz zur Gemeinwohlwelt, ja. Und dann gestern Abend der Krimi, Kommissarin Lukas, der wohl vorletzte Krimi. Warum verstört der Krimi Kommissarin Lukas Helden wie wir so sehr? Fragezeichen. Ja, weil die Ermutigung von Verbrechern, durch die Polizei wieder nicht klar aufgelöst und ausgesprochen wird. Ja, wieder ist es so, dass das Fernsehen und die Spielfilmemacher quasi mitwirken an der Zentralirrtümerverbreitung durch die Sparten innere Sicherheit, die dazu führen, dass die Menschen ermutigt werden, weiterhin Verbrechen zu begehen. In diesem Fall ist es natürlich auch besonders schlimm, da quasi es sich um eine Frau handelt, die ja nicht so häufig Verbrecherinnen sind, und die muss doch die Gute sein, und wenn die irgendwie zu Tode kommt, dann muss das doch daran liegen, dass andere die bösen Verbrecher sind und nicht diese Frau, und dass, wenn diese Frau angeblich Zivilcourage gezeigt hat, dann ist das doch was Gutes und dann sollten sie demnächst auch wieder Zivilcourage zeigen. Das heißt, das ist ja schon eine direkte Aufforderung wieder, anstatt echte Zivilcourage zu zeigen, wieder sich einzumischen in einer Weise, die nicht in Ordnung ist, in Situationen, und dadurch hetzt dieser Krimi quasi wieder zu neuen Straftaten auf, weil dann Leute denken, ihr verbrecherisches Einmischen wäre tatsächlich Zivilcourage. Das ist es eben nicht immer, wie wir jetzt gleich sehen werden. Also gehen wir mal ganz konkret durch, was da nämlich in dem Krimi alles für Irreführungen und Zentralirrtümer so transportiert sind. Ja, die wahre Verbrecherin war nämlich die scheinbare Heldin und bemitleidete Tote des ganzen Falles. Sie hat die verbale Beleidigungsebene als Erste, als Gewalttäterin verlassen, hat also nicht Zivilcourage gezeigt, sondern anstatt still und leise sich als Zeugin zur Verfügung zu stellen für die beleidigten Personen und dadurch zu einer Verurteilung der Beleidiger zu führen, das wäre vielleicht echte Zivilcourage gewesen, hat sie mitgemacht auf der Beleidigungsebene und ist dann selbst zur Schwerstverbrecherin geworden
und nichts Zivilcourage. Das war eine ganz normale, völlig verrückte, durchgedrehte Verbrecherin, eine kapitalistische Verbrecherin, was es im Gemeinwohlland so natürlich nie gegeben hätte, aber in dieser kranken Welt des Kapitalismus ist sowas natürlich Alltag. Also, sie, die scheinbare Heldin und die scheinbare Zivilcourage-Person, hat die verbale Beleidigungsebene als erste, als Gewalttäterin verlassen. Es ist also ein Riesensprung zwischen der relativ kleinen Straftat der Beleidigungsebenen hin zur körperlichen, lebensbedrohlichen Gewalt. Also die Beleidigung, sind auch Straftaten da. Das kann ja auch bis hin zu Diffamierungen gehen und Rufschädigung, Rufmord und alles. Also das ist auch schon eine verfolgenswerte Straftat, auf die, wo sie sich hätte sofort als Zeugin zur Verfügung stellen sollen, still und leise und unauffällig dann für die Opfer der Beleidigung sozusagen. Aber das wäre echte Zivilcourage gewesen. Aber selber mitzubeleidigen, die Sache anzuheizen und dann selber quasi als andere lebensbedrohlich bedrohende Person aufzutreten. Ja, es ist ja so einfach, Menschen zu töten. Und wenn sie dann angreift, dann entsteht ja ein Kampf auf Leben und Tod. Und das ist ja eine ganz andere Dimension gleich erstmal, ne? Und das ist dann Schwerstverbrechertum, ja? Also sie hat als erste, Sie können ja den Krimi, gell, googeln hier einfach Krimi, Kommissarin Lukas, Helden wie wir, können Sie sich direkt parallel ja vielleicht zur heutigen Sendung anschauen. Und sie hat eben auch als erste auf die jungen Männer eingeprügelt. Ab dieser Sekunde war sie die Schwerstverbrecherin und die jungen Männer in der Notwehr- und Nothilfesituation. Dass diese zum Tode der Schwerstverbrecherin führte, ist das Pech der Schwerstverbrecherin. Ja, wenn in den USA jemand einen Raubversuch in einem Laden begeht und der Ladenbesitzer greift zum Revolver und erschießt den Schwerstverbrecher, dann ist das Pech des Schwerstverbrechers, der dann halt tot ist. Das ist sein Pech. Ja, und das ist auch gut so, dass es sein Pech ist denn dadurch hat er wenigstens einen gewissen Grund, vielleicht keinen Raubüberfall zu begehen, dass er damit fürchten muss, selber erschossen zu werden, ne? Und ja. Denn ab welchem Punkt, jetzt kommen wir nochmal zu einer Erklärung, denn ab welchem Punkt die putative, also die geglaubte oder in der Vorstellung existierende Notwehr endet, ab welchem Grade der Bewegungsunfähigkeit die Angegriffenen sich nicht mehr bedroht und gefährdet durch die Schwerstverbrecherin fühlen, bleibt den Angegriffenen überlassen. In einem Gemeinwohlland wird also richtig Recht gesprochen, da müssen eben die Angegriffenen kein Risiko eingehen. Also die Inhaber des Notwehrrechts und der Nothilferechte sozusagen müssen kein Risiko eingehen. Wenn sie sich erst in Sicherheit fühlen, wenn die Angreiferin tot ist, dann ist das halt so. Auch kann man nicht verlangen, dass die Angegriffenen hätten denken sollen, dass sie doch schneller hätten flüchten können, als die Angreiferin ihnen hätte folgen können. Besonders nicht, da der erste Angegriffene halb K.O. auf dem Bahnsteig lag. Sein Freund hatte also das Nothilferecht, weiterzukämpfen, um eben seinen Freund zu retten, ne? Vor einem potenziell tödlichen Angriff durch diese verrückte Frau, ne? Diese Schwerstverbrecherin. Stellen Sie sich vor, sie hätte ihm ihren hochhackigen Schuh ins Auge gerammt, dann wäre der junge Mann auf dem Bahnsteig tot gewesen. Ja, und der andere hätte sich dann vorwerfen müssen, warum er nicht Nothilfe praktiziert hat, ne? Vielleicht wäre das sogar unterlassene Hilfeleistung gewesen bis zum gewissen Grade, ne? Wobei man natürlich niemanden zwingen kann, sich dem Risiko einer Nothilfe aussetzen zu müssen, ne? Nachdem der andere sich aufgerappelt hatte und die Angreiferin
getreten hatte, wäre Flucht eine eventuelle Option gewesen. Da hätte man eventuell über Notwehrexzess diskutieren können, als da sein Freund, die Angreiferin, noch K.O. getreten hat. Wobei die Angreiferin an einem Herzinfarkt verstarb. Da wäre eventuell Flucht vorher, also genau genommen, also auch dieser Tritt auf den Kopf hat also die Angreiferin nicht getötet, sondern der Tod fand also durch einen Herzinfarkt statt, ne? Der vielleicht allgemein auf den Kampf zurückzuführen ist, ne? Aber den hat ja die Angreiferin selbst verursacht, ne? Da wäre eventuell Flucht vorher eine Möglichkeit gewesen, aber welche Garantie hätte wer den Angegriffenen geben können, dass die Schwerstverbrecherin nicht hinterherrennt, eine Waffe zieht und schießt und so weiter? Ginge es diesem kapitalistischen Film nicht um das Weitertragen von verbrechensfördernden Zentralirrtümern, hätte ganz klar gesagt werden müssen. Die Schwerstverbrecherin war in Wahrheit das scheinbare Opfer. Wer zu körperlicher Gewalt wechselt, hat sein Recht auf Überleben verwirkt. Die Opfer dürfen den Schwerstverbrecher töten, auch wenn es vielleicht theoretisch einen anderen Ausgang hätte geben können. Aber man darf von den Opfern nicht verlangen, dass sie diesen anderen Ausgang unbedingt im Kampf auf Leben und Tod, im Eifer des Gefechts hätten sehen müssen und nutzen müssen. Wäre die Schwerstverbrecherin Sprinterin gewesen und bewaffnet, hätte ein vorzeitiges Abbrechen der Notwehr eventuell zum Tode beider Angegriffenen führen können. Und sie hätte ja die Schuhe auch ausziehen können und sprinten können und so weiter, ne? Und auf den Strümpfen sprinten können. So, und solch ein noch so minimales Risiko müssen die Angegriffenen im Gemeinwohlland, im Gela, nicht eingehen. Nur im kapitalistischen Land, wo die Sparten innere Sicherheit davon profitieren, Schwerstverbrecher zu ermutigen zu weiteren Taten, lässt die Polizei und das TV die Situation im Unklaren ohne die ganz klare Abschlusserklärung. Die Schwerstverbrecherin war die Frau. Dass der Notwehr-Nothilfe-Kampf auf Leben und Tod mit dem Tode der Schwerstverbrecherin endete, ist das Risiko, dass jeder Schwerstverbrecher, das mit einem S natürlich, jeder Schwerstverbrecher selbst zu verantworten hat. Niemand zwingt ihn dazu, sein Schwerstverbrechen zu beginnen. Wenn das jeder Täter klar weiß, dass der Staat voll hinter den Opfern steht und nicht hinter den Tätern wie im kapitalistischen Land, dann traut er sich seinen Angriff weniger. Aber in einem kapitalistischen Staat weiß der Angreifende, also der Täter, ja, dass der Staat eher hinter ihm steht und eben nicht hinter den Opfern. Im kapitalistischen Staat geht immer Täterschutz vor Opferschutz, weil es um die Ermutigung von Verbrechern geht, wieder Verbrecher zu werden und damit Kundschaft für die Sparten innere Sicherheit zu werden, ne? Das ist auch bei Eifersuchtsgewalt, Schwerstverbrechen so. Da der Täter von der Sparte innere Sicherheit und dem manipulierten Gesamtstaat oder da der Täter von den Sparten innere Sicherheit, und dem manipulierten Gesamtstaat signalisiert, wir stehen alle eher hinter dir, hat der Eifersuchtsmörder weniger Hemmungen anzugreifen. Und so haben alle Sparten innere Sicherheit immer häufiger karrierefördernde Kundschaft. Also zusammenfassend war dieser Film, dieser Krimi so verstörend, weil eben in ihm versteckt eigentlich die Ermutigung von Verbrechern war, unter dem Vorwande der Zivilcourage Schwerstverbrechen zu begehen, was letztendlich natürlich für alle Sparten innere Sicherheit
Alle, die irgendwie rund um Verbrechen verdienen, denken wir an die Gerichtsmediziner und all. Also es gibt ja so viele Berufsgruppen, die nur dann Karriere machen können, wenn immer mehr Menschen ermutigt werden, sich zum Beispiel als Zivilcourage Menschen zu fantasieren und dabei Schwerstverbrechen zu begehen. Ja, wie gesagt, das Einzige, was diese Frau, wenn sie echte Zivilcourage gehabt hätte, hätte sie die Beleidigungen wahrgenommen, vielleicht notiert oder akustisch aufgezeichnet und hätte dann, nachdem die Situation sich irgendwie aufgelöst hat, vielleicht den beleidigten Personen, sofern es sich dann, also den zuerst beleidigten Personen, ihre Personalien zur Verfügung gestellt und gesagt, hier, ich habe Zeugen und ich bin Zeugin und habe Beweismittel dafür, falls Sie die Beleidiger angreifen wollen. Da das aber sich bei der beleidigten, ursprünglich beleidigten Frau um die Freundin des einen der beiden guten Freunde handelt, und so weiter wäre, hätte wahrscheinlich die junge Frau gesagt, ich verzichte auf die Strafanzeige wegen der Verteidigung, Beleidigung und alles wäre ohne Schwerstverbrechen verlaufen. Aber dann hätten ja die ganzen Sparten innere Gesellschaft, innere Sicherheit ja keine Kundschaft gehabt, keine neue Kundschaft. Und so signalisiert der Film in völlig verrückter Weise, leisten Sie Zivilcourage und begehen Sie sogar Schwerstverbrechen in dem Irrglauben, das handele sich um Zivilcourage, denn wir brauchen Sie als Kundschaft, denn wenn da irgendwie was ganz Brutales entsteht, dann läuft unser ganzer Apparat ran und wir können wieder neues Personal anfordern und können Vorgesetzte werden und können Boss werden und Chef werden. Ne? Und das ist genau im Gemeinwohlland umgedreht. Da kriegt jeder Mitarbeiter, jeder Sparte innere Sicherheit. Da gibt es nur ganz kleine Teams. Für jede dieser Sparten innere Sicherheit gibt es nur in einem Gemeinwohlland nur ganz kleine Teams, die alle danach belohnt werden, wenn überhaupt. Also am meisten staatliche Verdienstzuschüsse bekommen, wenn überhaupt keine Straftaten stattfinden, so dass all diese Mitarbeiter der Sparten innere Sicherheit darauf hinwirken, Täter zu entmutigen, Tätern zu helfen in eine legale Lebensweise und auch nur die geringsten, bei den geringsten Unstimmigkeiten sofort beratend und helfend einzugreifen und den Leuten klarzumachen, hoppla, da waren Sie jetzt aber nicht weit von einer Straftat entfernt, wollen Sie wirklich ein Verbrecher werden? Also lassen Sie uns das nochmal durchsprechen, was Sie hier, was alles nicht geht und dass Sie hier eben nicht sozusagen auf ein Verbrechen der Beleidigung, nicht mit dem Verbrechen, dem Schwerstverbrechen eines lebensgefährlichen Angriffes reagieren dürfen. Ne? Ja, das ist also der Unterschied zwischen Gemeinwohlland und kapitalistischen, der unserer kranken Welt von Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, diesen ganzen Verrücktheiten. Ja. So, weiter geht's mit dem Werbespruch von 30 Professoren und Journalisten. Das Sektenabwehrbuch, das uns auch schützt vor allen anderen Irreführungen dieser kranken Welt. Ja, aber die ganzen Sprüche helfen nicht viel, weil die meisten Menschen sind einfach total Opfer dieser kranken Welt. Und ich würde heute sagen, ja, alle Menschen in dieser kranken Welt, die größte Entdeckung der Professoren ist, dass unser aller Leben zerstört wird durch diese kranke Welt. Und jetzt haben wir das allererste Buch der Welt, mit dem wir uns und unsere Kinder und Enkelkinder davor schützen können, wenigstens so gut wie möglich davon vor schützen können. Und alles andere, was auf der Welt bisher gesagt wurde, ist nur
lebenszerstörend für unser Leben. In allem anderen, was gesagt wird und wurde, sind nur Zentralirrtümer drin und da geht es immer nur um die weitere Zerstörung unseres Lebens. Ja? Ja, der Gemeinwohlgedanke, ja, zum Beispiel habe ich gerade gestern so irgendwie so eine Diskussion zwischen Markus Krall und einem Kommunisten-Sozialisten gehört, kurz reingehört, aber das ist alles erschreckend, weil da geht's nur, beide Seiten hauen sich ihre jeweiligen Zentralirrtümer um die Welt, um die Ohren und jeder, der auch nur einer Seite der beiden Seiten glaubt, ist dann wieder Zentralopfer irgendwelcher Sparten, die diese völlig irreführenden Zentralirrtümer verbreitet haben, nämlich diese sozialistisch-kommunistische Ideologie, genau wie die marktradikale Ideologie vom ungelenkten Tauschhandel, der Gutheit des freien Marktes und des ungelenkten Tauschhandels, das ist ja auch die größte Dummheit aller Dummheiten ist natürlich. Ne? Na gut, der Gemeinwohlgedanke geht schon auf Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Professor Stephen Hawking zurück und die erschreckende Erkenntnis, dass die ganze frühestkapitalistische Welt unheimlich an Irrtümern hängt. Zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe sei. Noch heute glauben das viele. Was ist das für eine Kraft, die Irrtümer unterstützt? Also bei Kopernikus, Kepler, das hat uns schon die Ahnung gebracht, da stimmt doch was nicht. Diese kranke Welt, die scheint Irrtümer zu brauchen oder an Irrtümern zu kleben. Und Irrtümer sind doch aber Irreführungen und schaden den Menschen. Also was stimmt da nicht? Ja, also eigentlich begann also vor circa maximal 1000 Jahren, also quasi schon die Aufklärung dieser kranken Welt, ne, und der Gemeinwohlgedanke damit ins Spiel. Ne? Dann kamen Darwin, Wallace, Mendel, Professor Richard Dawkins und mussten wieder gegen Irrtümer ankämpfen, die so gewaltig waren, dass heute noch die Mehrheit kreationistische und ähnliche Irrtümer glaubt. Was ist da los im Kapitalismus, in dieser kranken Welt, der Welt des Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus? Wozu braucht es das Durchsetzen von Irrtümern gegen jede Realität? Auch bei Corona fragten sich manche, wie Irrtümer die ganze Welt beherrschen können. Dann, ab 1968, kamen die zwei Anekdoten dazu, also die Anekdote vom Gesundheitswesen im alten China, dass der Arzt also angeblich belohnt worden sei für das Verhindern von Krankheiten im Gegensatz zu dieser kranken Welt, wo der Arzt nur dann gut Karriere machen kann, wenn sich hoffentlich die ganze Gesellschaft in chronisch Kranke verwandelt und er dann Kundschaft hat, ne? Und Professor Richard Dawkins mit seiner, wie wir es ja nennen, Anekdote des Rechtsanwaltewesens in dieser kranken Welt sozusagen. Und dann kam die Uni Köln-Phase, Examen an der Uni Köln über diese Themen, Vortragsveranstaltung an der Uni Köln über das Thema. Und dann, vor circa 15 Jahren, tauchte dann der Felbersche neue Schnellschuss auf, ohne diese wirkliche Gemeinwohlgeschichte zu kennen, weil das die Schwierigkeit ist auch, dass früher andere Begriffe benutzt wurden, ja, also Bhutans Bruttonationalglück dazwischen noch da, das sind andere Begriffe, oder wenn man früher gesprochen hat von anreizkorrigierter sozialer Marktwirtschaft oder wenn man von der Anekdote vom alten China gesprochen hat, dann sind das ja andere Worte als Gemeinwohl. Also wenn man die Geschichte, wenn Felber hätte die Geschichte wirklich auch kennen wollen, hätte er sich von den Begriffen lösen müssen und anders suchen müssen sozusagen, ne? Hat er aber nicht getan. Dadurch kommt seine Sache so ein bisschen aus dem Nichts und ist natürlich dann auch wieder Opfer der Zentralirrtümer derjenigen Sparten, die uns aufhetzen zu kommunistisch-sozialistischen Träumereien und Irreführungen und so weiter. Ja, also, und dann aber diese Erkenntnis ist, maximale Profite im Kapitalismus brauchen eben manipulative Zentralirrtümer, und diese Gemeinwohlerkenntnis ist ja
dass der Mensch ein Lebewesen ist, der gute Absichten hat. Wenn er aber in seinem Kopf zufällig per Mutation, durch Mutationen im Gehirn ein Zentralirrtum hat, dann wird er sich erfolgreich in der Evolution durchsetzen, weil er eben schlechte Taten tun kann, den Mitmenschen Schaden zufügen kann, aus ihnen Geld herausholen kann durch Schädigung, und dabei aber denken kann, dass er ein guter Mensch ist, weil er ja seinen Zentralirrtum für Wahrheit hält. Und wenn dann die Menschen wieder wegrutschen in die Idee, alles Verbrecher da, die da oben, dann ist es eben auch wieder ein Zentralirrtum vieler Sparten, der Diktaturfreunde-Sparten, der Waffensparten, der Niedergangssparten, der Sozialsparten und so weiter. Denn das führt ja wieder wenn ich den Gedanken, alles Verbrecher, die da oben, wenn ich den Taten folgen lasse, entsteht ja wieder eine völlig zerstörte Zukunft und daran können sich wieder bestimmte Berufsgruppen, Sparten bereichern. Ne? Aber das Entscheidende ist die Erkenntnis der Naturwissenschaften. Nein, wenn ein Mensch Schlechtes tut, muss es kein Verbrecher da oben sein, sondern es kann sein, dass er die besten Absichten hat, aber sich einfach nur irrt, also einen Zentralirrtum für Wahrheit hält, dann schlechte Taten tut, in dem Glauben, gute Taten zu tun, und dadurch dann den größten Erfolg in der Evolution hat, ohne dass wir da ein Verbrechertum oder böse Absichten wittern sollten. Ja, also das ist also nochmal die endgültige Absage an den verschwörungstheoretischen Zentralirrtum. Ne? Das Endergebnis des Weltrates sollte in einer YouTube-Sendung diskutiert werden. Nur die GWÖ-GWO-Kombi, also die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, bedeutet kompetent gelenkten Markt, nicht die linksextremistische DDR wiederholende felbersche Gemeinwohlökonomie alleine. Ja? In der sozialen Marktwirtschaft leben sehr viele Berufsgruppen, Spartenmitglieder vom Niedergang eines Landes, von der Zunahme von zum Beispiel zu betreuenden Verbrechern, Obdachlosen, Arbeitslosen, Armen, Kranken, Behinderten und Kriegern, Bürgerkrieglern, Revolutionskriegern, Aufständischen, Putschisten, ja, also egal ob Rechtsrevolution, die dann zu neuen Hitlerstaaten führt, oder Linksrevolution, die zu neuen Honecker-Staaten führt, es gibt immer sehr viele Sparten, die davon profitieren könnten, wenn die Bevölkerung sich aufhetzen lässt zu solchen bürgerkriegsartigen Dingen, also zu Kriegern aufhetzen lässt. Und darum geht's die ganze Zeit, ja. Man hat mir also eine Zeitung geschenkt wieder, ja. Und da wurde wieder deutlich, nein, das Ganze keine Aufklärung, sondern es ist eine Volksverhetzung. Es versucht mit der Behauptung, dass da oben überall Verbrechen geplant würden und Verschwörungen laufen würden gegen die Bevölkerung, versucht die Menschen zu Kriegern aufzuhetzen, die dann am Ende den Diktaturfreunde-Spartlern große Gewinne bringen, denn wahrscheinlich ist der beste Weg, richtig reich zu werden in der Welt, eine Diktatur hinzukriegen und dem Diktator zu helfen und da entsprechende Massen an Milliarden abgreifen zu können. Denn wahrscheinlich ist die Diktatur wirklich der beste Weg, ans Geld der Menschen ranzukommen. Und generell ist es so, dass die dann auch aus der Diktatur,
heraus wieder derartige Kundschaft entsteht, eben wieder mehr Sozialfälle, die betreut werden müssen. Also und derartige Kundschaft produziert die soziale Marktwirtschaft beziehungsweise diese verrückte Welt, die zu der sozialen Marktwirtschaft und zum Kapitalismus gehört, eben Kommunismus und Sozialismus als verrückte interne Idee ja dazu. Ne? Deswegen muss Deutschland kaputt gehen, weil es weltweit mit Abstand das sozialste Land der Erde ist. Nur in Gemeinwohlwirtschaften wird gelenkt und durch die staatliche lenkende und durch staatliche lenkende Verdienstzuschüsse belohnt für die Verringerung der Zahl oder Senkung der Zahl an Verbrechern, Obdachlosen, Arbeitslosen, Armen, Kranken, Behinderten und Kriegern. Die Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierungen, der Next Scientists for Future sind der einzige realistische Weg zu erstmaliger echter Demokratie. Der Weltrat, Next Scientists for Future, haben mit ihrem Buch das Endergebnis zu diesen Themen veröffentlicht. Einfach googeln im Paradies der Klugen. Nichts kann den Niedergang Deutschlands aufhalten. Möglich ist durch das Buch nur, sich selber und seine Kinder schützen, in Gemeinwohlländern und Gemeinwohlgemeinschaften viel besser leben. Alles andere ist grundsätzlich chancenloses Nachdenken. Ja? Die Leute denken immer noch, sie könnten diese verrückte Welt retten. Wäre schön. Es spricht aber alles dafür, dass das nicht möglich ist, weil höchstens, allerhöchstens einer von 100.000 Menschen vernünftig genug ist den Gemeinwohlgedanken. Das, was uns Wissenschaftlern so einfach erscheint, ist für die Masse der Menschen völlig undenkbar, weil ja, da redet man mit ihnen, erklärt mit ihnen, wie das alles abläuft, und dann kommen sie 2 Minuten später kommen sie wieder, ach, alles Verbrecher, die da oben. Ja, und schon haben sie wieder einen Zentralirrtum irgendwelcher Sparten dieser verrückten Welt wieder als Lobbyisten wider Willen multipliziert und dienen wieder der Aufhetzung zu einer Links- oder Rechtsrevolution, ne? Also zu einem Hitlerstaat oder zu einem Honecker-Staat, und merken es nicht. Und schon sind sie wieder Teil dieser kranken Welt und haben den Gemeinwohlgedanken in Wirklichkeit gar nicht richtig verstanden. Ja, so ist es halt. Also wir müssen froh sein, wenn einer von 100.000 überhaupt den Gemeinwohlgedanken versteht, anstatt nur von Gemeinwohl zu reden, aber in Wirklichkeit diese kranke Welt weiterzuführen und wieder nur sozusagen Propaganda zu machen, letztendlich für einen Honecker-Staat oder einen Hitler-Staat, ne? Oder für das Weiterlaufen lassen dieses kranken jetzigen Systems, ja, was ja auch eine Möglichkeit ist. Aber ja, genügend ja, Waffenkonsum intern und Aufrüstung intern für Bürgerkriege und Revolutionen gehört ja mit zum Geschäft der Waffensparten im Kapitalismus. Also insofern gehören alle diese Spiele, sind alles kapitalismusinterne Spiele, also auch, und jetzt deswegen auch der Satz, Sozialismus, Kommunismus, sogar die Gemeinwohlökonomie im Gegensatz zu unserer Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination GGK sind nur Zentralirrtümer, die zu Umwegen auf dem Weg zum Profit für kapitalistischen Sparten führten. Der Kalte Krieg war ein Riesengeschäft für die Waffensparten. Also quasi der Kapitalismus baut sich selbst einen Scheingegner auf mit der Sowjetunion, ja, und erzeugt dadurch den Kalten Krieg. Und das ist dann ein Riesengeschäft für die Waffensparten,
Und die verelendete DDR ist eine riesige Karrierechance für Sozialspartler, die die ganzen ostdeutschen Langzeitarbeitslosen gewinnbringend betreuen dürfen und so weiter. Noch jetzt ist ja die ganzen Krimis zeigen immer, dass dieses ganze Ostdeutschland ja nach wie vor ein völlig verelendetes, durch Diktatur zerstörtes, abgewracktes Land ist, wo Sozialspartler also das wichtigste betreuende Personal sind, ja, und dort richtig schön Jobs finden und Karriere machen können, ne? Alle Niedergangsspartler profitieren von solchen verrückten Zentralirrtümern, die sie für wahr halten und in die Welt ausgasen. Ja? Also sogar Sozialismus, Kommunismus und sogar die GWÖ alleine, das sind alles nur Zentralirrtümer dieser verrückten jetzigen Welt, womit sie sich wieder neue Gewinnmöglichkeiten sogar durch Erzeugung von kommunistisch-sozialistischen Exkursen oder gar rechtsextremistischen Exkursen sorgen, die dann wieder ganz große Profite bringen und am Ende endet alles wieder beim ganzen brutalen Raubtierkapitalismus. Man sieht es ja, die Sowjetunion ist, Russland ist ja jetzt auch wieder ein ganz brutal kapitalistisches Land. Also diese Exkurse sind quasi nur so wie Sonneneruptionen, ja, kurze Exkurse, die dann also das Geschäft ankurbeln und am Ende alle wieder im brutalsten Kapitalismus enden, ne? Ja, dann weiter geht's mit dem Artikel über Qualzucht bei Hunden. Wir haben Massen an gendefekten leidenden Hunden gezüchtet und im Kapitalismus laufen die Tierärzte nicht dagegen Sturm. Leben sie doch genauso gut von den leidenden Hunden wie die Menschenärzte von den durch sie gezüchteten gendefekten leidenden Menschen. Denn ja, also wahrscheinlich ist das einfach nur ein ganz normales Geschäftsmodell. Ne? Beispiel: Ein Kind wird geboren mit genetischer Leukämie, nur durch Chemotherapien mit schwerster Übelkeit und Erbrechen heilbar. Danach kann dann das Kind wieder Kinder bekommen, die auch wieder die genetische Leukämie bekommen. Gesunde Mutter entscheidet im Gemeinwohlland und in der Natur, das ist sinnloses Leiden. Mein Kind darf nur palliativ mit medizinisch sterbebegleitet werden und ist dann weg, sozusagen. Das ist eine gesunde Entscheidung. Und jetzt kommt aber die kapitalistische Pseudo, also diese Dollarzeichen, Geld, Eurozeichen in Augen tragende Pseudo-Ethik der Mediziner. Ach nein, das müssen wir doch alles retten. Und dadurch kommt es zur Züchtung von lauter Generationen von Menschen mit genetischer Leukämie. Und dann verdienen die Niedergangssparten wieder wunderbar Geld und so weiter. Und das ist eben diese verrückte Welt, ne? Hitler war ein wahnsinniger Sadist, der Menschen quälte oder quälen ließ. Die Härten der Natur und besonders im Gemeinwohlland haben das gegenteilige Ziel, die Summe der Qualen für die Menschen so gering wie möglich zu halten. Dagegen laufen natürlich die Niedergangssparten Sturm, da sie dann ja im Kapitalismus weniger profitbringende Kundschaft hätten. Also das heißt, der Hinweis darauf, dass auch Hitler darüber mal nachgedacht hat, dass es eben nicht so besonders sinnvoll ist, wenn wir regelrecht kranke Menschen, behinderte Menschen, gendefekte Menschen züchten und vermehren und so weiter,
Das bedeutet nicht, dass die naturwissenschaftliche Überlegung deswegen falsch sei, sondern aber das Schlimme, warum Hitler ja so fürchterlich ist, weil er aus solchen Gedanken die falsche Schlussfolgerung gezogen hat und eben als Sadist sich gebärdet hat und unheimlich viele Menschen gequält wurden, anstatt liebevoll und sanft und so schmerzlos wie möglich mit diesen Situationen umzugehen und eben überhaupt erst einmal, Hitler war ja nicht in der Lage aufzuklären, dass eben die Gesundheitssparten, weil sie so viele Profite davon haben können, letztendlich darauf, ohne dass es ihnen bewusst ist, auf Basis von Zentralirrtümern, darauf hinwirken, dass das ganze Land Behinderte züchtet, damit die Gesundheitssparten genügend Einnahmequellen und Karrieremöglichkeiten und Profitmöglichkeiten haben. Hätte er das ganz sachlich behandelt und wäre nicht sadistisch da mit dieser Situation umgegangen, sondern hätte versucht, die Summe der Qualen für die Menschen so gering wie möglich zu halten, dann wäre das ja auch überhaupt nichts Schlimmes gewesen. Aber er war ja eben durch und durch verrückt. Aber Naturwissenschaft ist nicht verrückt, sondern versucht nur, die Qualen für uns Menschen so gering wie möglich zu halten und eben nicht weiterhin zuzulassen, dass Sparten dazu Gewinne erzielen können, wenn sie uns dazu bringen, dass wir der Züchtung von Kranken, Behinderten, von Verbrechern, von allem, von Kriegern und so weiter regelrecht zustimmen und das für gut halten. Ne? Ja, in Deutschland sorgt die Masse der Niedergangssportler, ja, also ich will das nochmal abschließend sagen, also das ist ein Trick der Gesundheitssportler, Hitler zu erwähnen, nur um davon abzulenken, dass sie selbst mit ihrer kranken Ethik sozusagen selber Gesellschaften zerstören, indem sie die Menschen dazu anleiten, immer mehr Kranke und Behinderte zu züchten, damit sie selber Geld verdienen und nicht, weil sie Menschenfreunde sind. Ja? Denn wer Menschenfreund ist, der versucht, die Menge des Leidens zu reduzieren, und das geht am besten, wie das die Natur macht. Am besten gleich palliativmedizinisch das Leiden enden lassen, also Schmerzen reduzieren, Glückseligkeitszustände herstellen und aus einer kleinen Behinderung nicht eine große Sache von ganzen Generationen von leidenden Behinderten zu machen und damit die Summe des Leidens zu vergrößern. Ne? Also die Gemeinwohlüberlegung ist die menschenfreundliche Überlegung und die Gesundheitssparten sind die menschenschädigenden Dinge in der Welt. Und Hitler war da noch der Wahnsinnige, der da auch noch irgendwie zugelassen hat oder unterstützt hat, dass dann auch noch quälerisch mit irgendwie den Behinderten umgegangen wurde, was natürlich völliger Blödsinn war, ne? Ja, in Deutschland sorgt die Masse der Niedergangsspartler durch das Eindringen ihrer Zentralirrtümer in den Bundestag dafür, dass Gelder für NGOs bewilligt werden, die Migranten nach Italien einschleusen. Kanzler Scholz ist sich keiner Schuld bewusst, er hält die Zentralirrtümer für Wahrheiten. Das Geschäft der Niedergangssparten brummt. Toll, Kapitalismus halt. Ne? Also Scholz glaubt wohl auch wahrscheinlich den großen Zentralirrtum der Niedergangsspartler. All die Menschen, die zu uns kommen, sind alles Genies, die schaffen alle Arbeitsplätze, die bringen die sind alles Fachkräfte und so weiter. Ja, und wer diesen Zentralirrtum glaubt, der ist Lobbyist wie der Willen der Niedergangsspartler. Und das ist nun mal unser krankes Weltsystem. Krimi, kapitalistisches Zeugenschutzprogramm mal wieder, ne?
aufgrund von Zentralirrtümern eine solche Härte für alle Betroffenen, dass alle daraus lernen. Es ist im Kapitalismus besser, sich niemals als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Also, das heißt, das Zeugenschutzprogramm, was in Deutschland praktiziert wird, ist durch bestimmte Zentralirrtümer anstatt eine weiche Hängematte für die Zeugen zu sein, eine solche Härte für alle Betroffenen, dass alle daraus lernen. Es ist in dieser verrückten Welt, in diesem Kapitalismus, besser, sich niemals als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Also so fördern alle Sparten innere Sicherheit nicht bewusst auf Basis von Zentralirrtümern das Verbrechen, ihre Kundschafts- und damit Karrierechancenvermehrung. Ja, denn durch diese Signalisierung, ja, Zeugenschutzprogramm, das ist da, müssen Sie schon Ihr ganzes Leben dafür verheizen, ja? Und dann sagt natürlich jeder vernünftige Mensch, nee, dann habe ich halt nichts gesehen. Ganz einfach, ja? Und dadurch werden natürlich die Verbrecher weiter ermutigt. Das kommt zu mehr Verbrechertum und alle Mitglieder der Sparten innere Sicherheit können wieder Karrierechancen dazu gewinnen, ne? Und insofern ist also das ganze Umgehen mit Zeugen, anstatt dass die Zeugen in jeder Hinsicht belohnt und sanft und gut behandelt werden, wird mit denen so hart umgegangen. Wir hatten ja den einen Krimi gehabt, wo es dann ganz klar wurde, ja, wer also Zeugenschutz im Zeugenschutzprogramm ist, der wird auch jederzeit einfach umgebracht, weil das alles so schlampig ist, dass die Verbrecher leichtes Spiel haben. Und deswegen, also eigentlich signalisieren die kapitalistischen Krimis, mach bloß nichts gegen Verbrecher, denn die werden ja als Kundschaft gebraucht für uns von den inneren Sicherheitssparten. Ja? Und wenn du was dagegen machst, dann wirst du dabei umgebracht wird dein Leben ruiniert. Ne? Ja, gibt es prozentual weniger Niedergangssportler als in Dänemark, weswegen dort nicht alles total ruinös für das Land ist? Das muss man sich fragen, denn der neueste Bericht war gewesen hier, das dänische Modell. Und da sehen wir wieder das Wirken. Offensichtlich scheint es in Dänemark etwas weniger Niedergangssportler prozentual zu geben als in Deutschland. Bei uns sind überall solche Zentralirrtümer am Rumschwirren und die Bevölkerung ist so gefüllt von den Zentralirrtümern, so durchmanipuliert, dass eben das dänische Modell, also ein etwas weniger unvernünftiges Umgehen mit dem Thema Migration, für Deutschland unvorstellbar ist. Aber lesen wir doch mal vor. Schluck Wasser. Dänisches Modell. Warum Deutschland den dänischen Migrationskurs nicht kopieren könnte. In der Notfallversorgung und der Arbeitsmarktpolitik dient Dänemark bereits immer wieder als Vorbild. Nun auch in Sachen Asyl? Das zumindest fordert der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel. Deutschland müsse seinen Migrationskurs nach dem dänischen Modell ausrichten. Strenger, radikaler und restriktiver soll die Asylpolitik sein, wenn es nach Johannes Winkel, dem Vorsitzenden der Jungen Union, JU, geht. Denn hinter dem Schlagwort dänisches Modell stecken Maßnahmen wie Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber, Auffanglager in Afrika, strengere Regeln in Sachen Familiennachzug und Heimkehrprämien in Höhe von bis zu 5.400 Euro. Wer sich für Kinder von Migrantinnen und Migranten gilt eine Kindergartenpflicht. Wer sich nicht daran hält, dem werden Sozialleistungen gekürzt. Ja, also alles Dinge, die wir im Gemeinwohlland natürlich noch viel besser machen, aber vieles erinnert mich schon auch sogar die Rückkehrprämien und so weiter. Also das sind alles Gemeinwohlideen,
ja, die nur in Dänemark natürlich viel schlechter umgesetzt werden, weil dort eben doch auch noch eine ganze Menge Zentralirrtümer am Wühlen sind von den dänischen Niedergangsspatlern, die das Ganze aufweichen und so weiter. Aber im Prinzip sind das schon Sachen, die ganz entfernt an die guten Lösungen einer Gemeinwohlgesellschaft erinnern, ne? Ja. Abschreckung mit Anti-Ghetto-Gesetz. Abschrecken will Dänemark außerdem mit seinem sogenannten Anti-Ghetto-Gesetz Straftaten, die in einem sozialen Brennpunkt begangen werden doppelt so hart bestraft wie im Rest des Landes. Das betrifft zum Beispiel Einbruch oder Diebstahl. Zu dem Gesetz zählen auch Maßnahmen, um das Entstehen von Parallelgesellschaften und sozialen Brennpunkten in Wohnvierteln zu verhindern. Eine Migrantenquote schreibt vor, dass in Brennpunktstadtteilen höchstens 30% nicht westliche Migranten wohnen dürfen. Um die Quote durchzusetzen, sind auch Zwangsumsiedlungen zulässig. In der Vergangenheit ließ die Regierung sogar Häuser abreißen. Dänemark hat zudem seine Sprach- und Staatsbürgerschaftstests schwieriger gestaltet. Da denken wir nur daran, dass unsere Bücher ja also Einbürgerungstests sind, schwierigste Einbürgerungstests und so weiter, ja. Lässt Asylsuchende nicht arbeiten und um überfüllte dänische Gefängnisse zu entlasten, schickt Dänemark bis zu 300 ausländische Insassen in den Kosovo. Ja, das klingt doch alles sehr gemeinwohlorientiert, ne? Sie sollen dort ihre Strafen absitzen, im Anschluss werden sie direkt in ihre Heimatländer abgeschoben, ne? Zu den besonders umstrittenen Maßnahmen zählt das sogenannte Schmuckgesetz, das bereits seit 2016 in Kraft ist. Demnach darf Dänemark Asylbewerbern Schmuck und Bargeld im Wert von über 10.000 Kronen, etwa 1.300 Euro, abnehmen, um so ihren Aufenthalt mitzufinanzieren. Ja, wieso erst ab 1.300, ne? Das wieder das Wirken der Sozialspartler der Dänischen wieder zu merken, ne? Dänemark ist mit seiner harten Politik erfolgreich, zumindest gemessen an den Asylbewerberzahlen. Es rutschte von Platz 5 der EU-Länder mit den meisten Asylbewerbern auf Platz 20. Im Juli dieses Jahres stellten nur 180 Menschen einen Asylantrag in Dänemark. Zum Vergleich, in Deutschland waren es im selben Zeitraum 23.674 Anträge, während in Dänemark allerdings weniger als 6 Millionen Menschen leben, sind es in Deutschland über 83 Millionen. In Relation zur Gesamtbevölkerung gab es hierzulande aber immer noch 10-mal mehr Anträge als in Dänemark, ja? Ja, das heißt, also jetzt könnte es natürlich sein, dass einfach in Deutschland 10-mal mehr Sozialspartler mit ihren Zentralirrtümern am Wühlen sind als in Dänemark, prozentual zur Bevölkerung. Ja, denn, ja, also so hängt das zusammen. Und insofern darf man das auch nicht als positive Entwicklung sehen, sondern auch in Dänemark werden die Sozialspartler nach und nach immer größer werden und werden das Ganze wieder zurückdrehen. Also das sind alles keine Lösungen. Ja, also wie gesagt, nur einer von 100.000 Menschen wird klug genug sein für Gemeinwohlleben. Und mehr ist nicht drin, und das kann sogar sein, dass es nicht einer von 100.000 ist, sondern nur einer von 1 Million. Naja, aber auch das wäre schon toll. Es waren vor allem die dänischen Sozialdemokraten, die die Asylpolitik ihres Landes umgekrempelt haben und damit auch die Rechtsaußenpartei in den Griff bekamen. 2015 bekam die Dansk Folkeparti, eine nationalkonservative rechtspopulistische Partei, noch auf 21% der Stimmen. In aktuellen Umfragen sind es nur noch 3,2%. Ja, das heißt also, die Dänen haben es damit sozusagen geschafft, ihre eigene AfD,
die quasi ja auch den Versuch machte, über das falsche Umgehen mit dem Thema Migration am Ende einen neuen Hitlerismus aufbauen zu können, ja, Menschen zu gewinnen, ja, und zu sagen, wir lösen das Migrationsproblem, am Ende machen wir aber in Wirklichkeit wieder einen Hitlerstaat, ne? Dieser Weg ist in Dänemark erstmal ein bisschen abgewürgt worden, ne? Und in Deutschland läuft er erstmal noch munter weiter, ne? So, EU-Recht gilt in Dänemark nur teilweise. Kann das dänische Modell also Vorbild für Deutschland sein? Aus menschenrechtlicher Sicht kann Dänemarks Asylpolitik kein Vorbild sein, sagt Migrationsforscher Thomas Groß. Aber auch rechtlich ließen sich die dänischen Maßnahmen nicht einfach kopieren. Ankommende und abgelehnte Flüchtlinge werden interniert für längere Zeit, als es nach europäischem Recht möglich ist, sagt er. Außerdem würden Menschen nach Syrien abgeschoben, ein Bürgerkriegsland, das Deutschland nicht als sicheres Herkunftsland einstuft. Daher genießen hier so gut wie alle Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien zumindest subsidiären Schutz. Also man sieht, hier wühlen in Europa und in Deutschland, ja, im Gegensatz zu Dänemark, die viel größeren Sozialspartler und wirken darauf hin, und Niedergangsspartler und wirken darauf hin, dass hier quasi eben das dänische Modell nicht sein darf, sondern haben quasi die Bevölkerung dazu manipuliert, dass sie selber ihren eigenen Untergang gut findet, nämlich die Überschwemmung mit nicht arbeitsfähigen und nicht fachkräftefähigen Migrationsgenerationen, die generationenlang versorgt werden müssen und die Länder, die europäischen Länder wirtschaftlich ruinieren. Ne? Und Dänemark wird auch sicherlich nach und nach auch wieder umgedreht werden, denn die rhetorische Macht der vielen Niedergangssprachler und deren Zentralirrtümer wird das Ganze schon wieder umdrehen. Ne? Gut, dass Dänemark, EU-Mitglied seit 1973, überhaupt so handeln kann, hat folgenden Grund. Das EU-Recht ist für das Land aufgrund einer Sonderregelung nur zum Teil verbindlich. Die dänische Regierung hat sich, als die Zuständigkeiten der EU auf den Bereich Inneres, Migration, Asyl, Justiz ausgeweitet worden sind, ausbedungen, dass Dänemark daran nicht teilnehmen muss, sondern sich nur freiwillig einzelnen Rechtsakten anschließen kann, erklärt Groß. Es gebe für fast alle Fragen des Asylrechts detaillierte Vorschriften in europäischen Verordnungen und Richtlinien, etwa in Bezug auf Grenzkontrollen, Aufnahme, soziale Versorgung, Verfahren, Asylgründe oder Haft. Deutschland kann von ihnen nicht abweichen, so Groß. Also das heißt, hier auch diese ist wieder, der Groß ist auch wieder ein Niedergangsspartler, denn es ist quasi so, dass überall die Niedergangsspartler dafür gesorgt haben, dass ihre Zentralirrtümer sozusagen gültiges Gesetz wurden. Das ist so ähnlich wie, dass der Zentralirrtum, dass Sexualität schlecht sei, in Gesetze gegossen wurde in unserer verrückten und kranken Welt. Das heißt also, das ist die Tatsache und anstatt zu sagen, nein, dann müssen wir halt diese Gesetze mal ruckzuck ändern, dann wird gesagt, das können wir, davon können wir nicht abweichen, das ist geltendes Recht, ne? Müssen wir halt das geltende Recht ändern, ne? So würde man das im Gemeinwohlland sehen, aber eben nicht in dieser verrückten Welt. Deutschland kann von ihnen nicht abweichen. Möglich sei dies nur im Rahmen einer Vertragsänderung. Und es ist nicht absehbar, dass eine solche in nächster Zeit passieren wird, so der Experte. Nämlich die ganzen Spartler in den europäischen Ländern, die ganzen Niedergangsspartler, die haben die Gesellschaft so manipulativ gut im Griff, dass da keine Mehrheiten kommen werden, ne?
dass Dänemark ebenso wie seinerzeit Großbritannien abgelehnt hat, sich in diesem Bereich der EU unterzuordnen, haben die anderen Mitgliedstaaten akzeptiert. Sonst wäre diese Vertragsänderung überhaupt nicht zustande gekommen, erklärt Groß. Ja, also dadurch, dass die Dadurch sind natürlich die anderen, die den Vertrag gemacht haben, alle die Länder, die voll sind von Niedergangsspartlern, und dadurch ist dann das alles eine Sackgasse, ne? Auch auf Deutschland anwendbar in Bezug auf die dänischen Abschiebezentren drin, sagt Groß, es käme darauf an, was damit gemeint ist. Wenn es haftähnliche Zustände sind, wäre das sicher unzulässig. Es käme darauf an, was damit gemeint ist. Wenn es haftähnliche Zustände sind, wäre das sicher unzulässig. Eine Festlegung des Wohnsitzes sei aber auch in Deutschland denkbar. Es gebe bereits Beschränkungen für anerkannte Flüchtlinge, die keine freie Wohnsitzwahl haben, solange sie keine Arbeit gefunden haben. Beim Geschmuckgesetz ist sich Groß sicher, das ist mit den Erfordernissen des europäischen Rechts, also des Rechtes, das von den Zentralirrtümern der Niedergangsspartler gestaltet wurde, ja, dass wir Schutzsuchenden Unterkunft und Versorgung gewährleisten müssen, nicht vereinbar. Also, das ist mit den Erfordernissen des europäischen Rechts, dass wir Schutzsuchenden Unterkunft und Versorgung gewährleisten müssen, nicht vereinbar. Allerdings muss auch nach deutschem Recht eigenes Vermögen weitgehend verbraucht werden, bevor man Leistungen bekommt. Anstatt das dänische Modell zu kopieren, hat Groß einen anderen Vorschlag. Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass in Deutschland mehr als die Hälfte aller Asylanträge zumindest teilweise positiv beschieden werden und die Antragsteller ein Bleiberecht erhalten, sagt er. Das größte Problem in Deutschland sei die lange Dauer der Verfahren und die hohe Zahl von Gerichtsverfahren, die wiederum zu einem erheblichen Teil zu einer Anerkennung führen würden. Während dieser Zeit wird eine Integration in den Arbeitsmarkt verhindert. Dabei wäre sie in vielen Bereichen angesichts des Arbeitskräftemangels sinnvoll, meint Groß. Er warnt, je härter die Maßnahmen sind, die gegen Flüchtlinge ergriffen werden, desto abschreckend wirkt man auch im Bereich des regulären Arbeitsmarktes auf Migrantinnen und Migranten. Diese Menschen entscheiden sich gegen Deutschland, wenn Abschreckung und Diskriminierung die deutsche Politik dominieren, sagt er. Ja, und das ist wieder ein Zentralirrtum, denn man könnte es natürlich so gestalten, dass man der Welt signalisiert, Menschen aus allen Teilen der Welt, solange sie kompetent sind und sich anständig benehmen und keine Parallelgesellschaft aufbauen wollen, sondern sich integrieren wollen, sind herzlichst willkommen in Deutschland als Mitarbeitende, als Fachkräfte und so weiter. Und alle anderen eben nicht, ja, das könnte man ja signalisieren, aber so wird getan, so, ja, wir müssen uns gegenüber den Migranten, ja, gegenüber den Nichtskönnern der Welt, gegenüber positiv verhalten, damit auch die Könner zu uns kommen. Dabei können wir ja der Welt signalisieren, dass wir in Deutschland halt ganz genau unterscheiden zwischen Könnern und Nichtskönnern, ne? Und die einen wollen wir und laden wir herzlich ein und die anderen laden wir halt nicht mehr ein. Ne? Ja, das, aber na gut, also weiter im Text. Noch eine weitere Debatte hält er für überflüssig. Die Forderung, das Grundrecht auf Asyl abzuschaffen, das wäre im Grundgesetz möglich, aber es wäre völlig wirkungslos, weil es auch in der europäischen Grundrechtecharta gewährleistet ist, sagt Groß. Dort könnte es nur mit Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten abgeschafft werden und das ist völlig aussichtslos, so der Experte. Also quasi ganz im Sinne der Niedergangsspartler stößt der Experte in das Horn der Niedergangsspartler und deren Zentralirrtümer und sagt, dagegen können wir nichts machen, das ist höhere Gewalt, das ist jetzt halt einfach so, dass der Niedergang Europas besiegelt ist, Europa ist dafür da,
dass Arbeitsunfähige aus aller Welt herzlich willkommen sind in Europa und dann von den Niedergangsspartlern lebenslang betreut werden als Arbeitslose, als Obdachlose, als Arme, als Verbrecher, als Kranke und Behinderte und vielleicht auch als Krieger und also auf jeden Fall gutes Geld für die Niedergangsspartler bringen und dass dabei Deutschland und Europa insgesamt kaputt gehen, das ist ja für den Blickwinkel der Niedergangsspartler irrelevant, denn auch wenn Europa völlig kaputt wäre, dann gibt es ja noch genügend andere Teile der Welt, in die man dann als Niedergangsspartler auswandern kann, um dann dort diese Länder zu beginnen zu plündern, so wie man das erfolgreich mit Europa gemacht hatte. Man müsste gucken, ob nicht auch das Römische Reich nur deswegen kaputt gegangen ist, weil die Niedergangsspartler immer mehr wurden und dann eben damalige europäische Römische Reich einfach zerstört haben, indem sie eben überall den Niedergang befördert haben. Und vielleicht gab es ja da schon Vorläufer davon. Wenn nicht, es kann auch sein, dass das, was wir heute in Europa haben, diese Zerstörung Europas einzigartig ist, kann ja auch sein. Ne? Und dann, damit sind wir wieder durch, denn das ist ja schon wieder vom letzten Mal. 1859 war die letzte große Menschheitserkenntnis durch Sir Charles Darwin und Wallace. 2023 jetzt die nächste durch den Weltrat und die Next Scientists for Future. Circa 1980 hatte Dawkins eine erste kleine Ahnung in diese Richtung. Als sogenannter weltweit wichtigster Denker in seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten. Aber der Weltrat hat das erste Buch. Es bringt ja nichts, dass in manchen Büchern ein paar Sätze gemeinwohlorientiert waren. Das erste echte Gemeinwohlbuch aller Zeiten ist jetzt durch den Weltrat und die Next Scientists for Future. Und da ist ja auch im Moment immer noch eine gewisse Werbepreismöglichkeit gegeben. Also das war's jetzt für diese 14 Tage. Tschüssi, bis in 14 Tagen.